Ja, willkommen zurück zu Geheimakte Tunguska, Teil 8. Wir sind am Moskauer Bahnhof und haben uns gerade die Zeitung vom Juschin stibitzt. Wir haben ihm die Birne ausgeschossen. Nein, nicht die Birne, die Leuchtbirne haben wir ihm ausgeschossen. Damit konnte er die Zeitung nicht mehr lesen und durfte wir die mal ausleihen. Sprechen wir nochmal mit den Kanalarbeiter. Hier, die Spätausgabe. Da können Sie schauen, ob Sie vielleicht ab morgen angeln gehen können. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich muss sofort nach Hause und meiner Frau Bescheid sagen. Ach, was, wozu eigentlich? Ich gehe sofort zu meinem Lieblingsplatz und angle die ganze Nacht durch. Und morgen früh wird gekündigt. Wenn Sie einen reichen Kerl heiraten wollen, Sie finden mich unten am Fluss. Ich wollte gerade sagen, Ich wird kann nur hoffen, gekündigt dass er sich und mit seiner geschieden. Kündigung noch etwas Zeit lässt. Ich auch, der arme Bauarbeiter. Ja, Zeit. Können wir hier noch was machen? Okay. Das haben wir schon geplündert. Butter drin. Da war doch noch was. Die Absperrung. Nehmen wir die mal mit. Na, hoffentlich fällt keiner rein. Können wir hier nicht reinschauen? Ach, jetzt fehlt was anderes. Machen wir den Wagenheber. Die wollten wir hier abstützen. Ich werde mal versuchen, das Wrack mit den Ziegeln abzustützen. Genau, jetzt können wir auch den Wagen hier mitnehmen. Deswegen wird das Butterbrot, das haben wir zum Schmieren gebraucht. Ja, wenn man es eine Zeit lang nicht gespielt hat, sollte man sich vielleicht die eigenen Let's Plays noch anschauen. Laufen, Nina, gucken, Einige wuscheln. der Soldaten scheinen das Loch im Boden für eine Art Mülleimer zu halten. Die hätten ja wenigstens ein paar alte Goldringe fallen lassen können. Ja, ein paar Geldbeutel oder so wäre auch gut gewesen. Die Tür ist zwar einen Spalt breit offen, scheint sich aber irgendwie verkeilt zu haben. Ist ja ein bisschen verrostet. Ja, gibt's nur eins. Ja, Nina, so Die bitte Tür ist nicht. zwar einen Spalt breit offen. Da probieren wir mal die Eisenstangen. Das ist eine schwere Sicherheitstür. Die werde ich auch mit Metallstangen nicht aufkriegen. Oder mit einem Wagenheber. Ach, guck mal, wie fix das geht. Puh, das wäre geschafft. Nina, los. Die ist mit roter Farbe eingesprüht. Ob das was zu bedeuten hat? Eine Öffnung für einen Schlüssel oder etwas Ähnliches ist jedenfalls nicht zu sehen. Verteiler, Außer Stromverteiler. ein paar Dingen, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte, schwimmt da nichts drin rum. Abwasserverteiler. Einmal runter, einmal hoch. Und hoch geht's. Entweder die Leiter ist in erbärmlichem Zustand oder auf dem Bahnhof sind Überraschungsbesuche durch die Kanalisation nicht sonderlich erwünscht. So komme ich da jedenfalls nicht drauf. Ich glaube, da ist man nicht erwünscht. Probieren wir mal die Stangen da rein. Ja, Die Eisenstangen geht. sind viel zu lang und würden sich vermutlich so im Schacht verkeilen, dass ich sie nicht als Leitersprossen nutzen könnte. Da müssen wir uns ein Stück absägen. Abfeilen, krumm biegen. Was hier drin?
Giftmüll. Keine Ahnung, was da drin ist. Sieht ein bisschen nach Sondermüll aus. Ja, meistens so mit Fässern, die irgendwo rumstehen, im dunkle Dinge da. Den hat man. Den haben wir nicht hier. Ist nicht zu finden hier. Ist nicht ganz genau. Ich glaube, das sind die Streichhölse. Boah. Kein Wunder, wenn man die übersieht. Nochmal. Ja, die kann man ja nicht finden. Die Schachtel scheint trocken zu sein. Wahrscheinlich hat der Kanalarbeiter sie hier verloren. Ja, auch beim ersten Mal spielen. Stunden, Stunden, Stunden sucht man sowas. Und man wundert sich, warum man nicht weiterkommt. Gehen wir zum Yushin. Unser Kraftpaket. Dort steht er im Dunkeln, der arme Kerl. Hallo Yushin. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Fragen wir mal, ob er das schafft, die zu verbiegen. Sagen Sie mal, Sie sehen ja unglaublich kräftig aus. Sind Sie wirklich so stark oder ist das mehr Fett als Muskelmasse? Naja, ein bisschen Training mache ich schon. Will ja schließlich, dass mein Körper auch in 10 Jahren noch eine Augenweide ist. Ja, so von der Optik ist es wirklich schon beeindruckend. Das Problem bei diesen gestellten Kerlen ist nur meistens, dass sie zwar massig Gewichte stemmen können, dann aber nicht mal ein Gurkenglas aufkriegen. Hey, Moment! Das Gurkenglas müssen Sie mir erst mal zeigen. Oh, da fühlt sich aber einer in seiner Ehre gekränkt. Na, ein Gurkenglas habe ich zwar nicht, aber diese Eisenstangen hier... Geben Sie schon her. Eine meiner leichtesten Übungen. Ja, ja. Erst mal zeigen. Wow, ich bin echt beeindruckt. Der Typ, der den Posten von Sergejs Kontaktmann übernommen hat, sieht extrem durchtrainiert aus. Das gefällt dir nicht, ne? Aber wir haben im Moment anderes zu tun. Danke, Yushin. Ja, mit Doppelklick kommen wir immer schneller am Ziel. Manchmal vergesse ich das. Entweder die Leiter ist in erbärmlichem Zustand oder auf dem Bahnhof sind Überraschungsbesuche durch die Kanalisation nicht sonderlich erwünscht. So komme ich da jedenfalls nicht drauf. Wie gut, dass wir die Eisenstangen haben. Genau. Wenn ich etwas an den Rand der Stangen trete, müssten sie mein Gewicht eigentlich aushalten. Ach Nina, du könntest auch mittendrin stehen. Das bisschen Gewicht. So, drin wäre ich jetzt. Bleibt nur die Frage, wo mein Vater sein könnte und wie ich mich hier umsehen kann, ohne von einem Soldaten erwischt zu werden. Ja, man könnte sie als Putzfrau begleiten. Als Soldat oder Bahnhofsvorsteherin. Achso, ich habe gedacht, jetzt gucken wir mal auf den Kanal. Ach, Nina, beeil dich mal ein bisschen. Ja. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die in eine Rinne gepinkelt hat. Und nein, ich lege keinen Wert drauf, die Erste zu sein. Nee, ich auch nicht. Ja, es ist so ein französisches Klo. Ach nee, wir sind hier in Moskau. Haben die auch so ein Loch im Fußboden? Für alle Füße. Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Was? Ja. Machen Sie das immer so? Was? Na, bei fremden Leuten ins Klo zu spannen. Ich spanne nicht. Sondern? Sie haben so seltsame Geräusche von sich gegeben. Da wollte ich nur mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Klang irgendwie... krank. Sind Sie vom FSB? Sehe ich so aus? Keine Ahnung, ich kann Sie nicht sehen. Nein, bin ich nicht. Wieso fragt mich hier jeder, ob ich vom FSB bin?
Naja, die laufen hier ja überall rum und ich will keinen Ärger. Wer will denn schon? Haben Sie denn welchen zu befürchten? Spätestens, wenn der Zug abfahren soll und es nicht tut. Mir ist nämlich der Schlüssel ins Klo gefallen. Unangenehm. Viel Spaß beim Angeln. Sehr witzig. Mein Problem ist auch Ihr Problem. Wieso? Weil ich der Zugführer bin und das der Schlüssel für den Zug ist. Oh, haben Sie keinen Zweitschlüssel? Nein, deswegen traue ich mich ja hier auch nicht raus. Kann ich ja eigentlich keinem erzählen, dass der Zug nicht abfahren kann, weil der Zugführer seinen einzigen Schlüssel im Klo versenkt hat. Nee, besser nicht. Verraten Sie mich bitte nicht. Die Leute vom Geheimdienst? Was ist mit denen? Was machen die hier? Keine Ahnung. Ich frage Sie nicht und hoffe, dass Sie mich auch nicht fragen. Ja, wird wohl eine weise Strategie sein. Keiner weiß was, keiner fragt was und keiner will es gewesen sein. Wohin fährt der Zug eigentlich genau? Ja, das sollten Sie doch wissen. Ja, aber so ganz genau hat man uns das nicht erklärt. Tja, mehr als Sie werde ich wohl auch nicht wissen. Und wenn doch, dann wird das bestimmt einen guten Grund haben. Wer befindet sich eigentlich an Bord des Zuges? Keine Ahnung, ich bin ja nur der Zugführer. Mir erzählt keiner mehr als nötig. Und Sie? Haben Sie bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Nein, die war nur nicht sonderlich präzise. Dachte, Sie wüssten vielleicht mehr. Ich bin gerade dabei, mich mächtig zu verplappern. Der Typ scheint sein Schweigegelübde einzuhalten. Vielleicht sind andere ja etwas gesprächiger. Ich glaube, der hat gerade Pups gelassen. Wie lange hocken Sie denn schon hier? Seit ungefähr 3 Stunden. Oh Gott. Ist das nicht ganz schön anstrengend? Ja, darauf können Sie einen lassen. Wollen wir dann einen Chor aufmachen? Sehr witzig. Jetzt muss ich erst mal zusehen, dass ich meinen Magen wieder in den Griff kriege. Was da rauskommt, ist wirklich nicht normal. Wollen Sie was sehen? Ja, ja. Auf dem Klo ist es wie im Leben. Man muss auch mal loslassen können. Aber jetzt sollten wir vielleicht mal das Thema wechseln. Ja. Sie kommen ohne mich zurecht? Klar, muss ja. Ja, unser Schlüsselbund brauche ich ja nicht. Die Schlüssel fürs Motorrad und für meine und Papas Wohnung. Dazu ein paar, die ich beim besten Willen nicht mehr zuordnen kann. Ja. Da geht's runter, da geht's... Gehen wir nochmal runter. Schauen wir hier nochmal rein. Da ist ein kleiner Schlüssel drin. Ein Sieb am unteren Abflussrohr verhindert, dass der Schlüssel weggespült wird. Das Sieb soll wohl den Dreck aus dem Rohrsystem raushalten. Okay. Wenn ich das Ventil aufdrehe, müsste das Abwasser durch dieses Rohr fließen. Wenn denn Wasser fließen würde. Und solange keins fließt, brauche ich auch nicht unnötig am Rad zu drehen. Also, wir brauchen Wasser und wir brauchen irgendwas, um den Schlüssel aufzufangen und wir brauchen viel Glück. Schauen wir erstmal weiter. Geht's da weiter? So ganz allmählich werde ich aber schon nervös. Ich laufe hier seit fast 3 Stunden Kreise in den Boden und konnte immer noch keine rauchen. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Romanova. Sie wissen ganz genau, dass wir völlig unterbesetzt sind. Die meisten Soldaten sind schon im Zug. Ein paar Minuten werden Sie wohl noch überleben. Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe mir schon sämtliche Fingernägel abgekaut. So langsam wird's echt kritisch. Romanova, Sie... Ach, kommen Sie. Nur 5 Minuten. Okay, ist ja schon gut. Ich muss noch kurz ein paar Sachen klären und dann werde ich hier für Sie die Stellung halten. Danke, Sie sind ein Schatz. Apropos Schatz, Sie rauchen bei Yushin am Seiteneingang, ist das klar? Sonst baggern Sie wieder irgendeinen Ihrer Kollegen an und sind dann Ewigkeiten weg. Hey, ist ja okay. Mit Yushin komme ich sowieso prima zurecht. Schließlich sind wir beide der Meinung, dass Männer die besseren Liebhaber sind. Gut, bin gleich wieder da, dann können Sie Ihre Pause machen. Ja, Frauen brauchen nur einmal lieb zu schauen und schon machen wir alles mit sie. Ja, aber wie es denn weitergeht mit Nina in Bahnhof. Nina im Bahnhofszoo. Das werden wir dann nächstes Mal sehen. Bis dann, mach's mal gut, mach's besser, Christian. Und tschüss.